Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Dianasia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Das wird jetzt bildhaft dargestellt. In der Mitte ist ein Engel. Das ist kein Zufall, sondern nach Kabbala, und das ist ein System, das die Engel ordnet, nach Kabbala wird das so beschrieben, dass in dein Geburtstag war von Engel Rehael beherrscht, und das heißt, Engel Rehael ist dein Schutzengel. Du hast noch zwei weiteren Engel, einmal für die Gefühle, einmal für den spirituellen Weg, aber ich habe jetzt dein Schutzengel ausgesucht. Dein Schutzengel ist Engel Rehael. Engel der Empfängliche, Engel der Kinder, bringt Harmonie, Liebe innerhalb in die Familie. Engel die Geheimnisse und gibt uns Lebenskraft und auch ein langes Leben verjüngert uns und hilft, von Ängsten zu befreien. In diesem Bild erscheinen die 12 Lebensbereiche. Die erste Lebensbereich, und das nennt man Lagna oder Aszendent, ist der Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Zeigt dein erster Atemzug. In dem Moment ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten, so bist du wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich steht zu Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Der dritte Lebensbereich ist die Schule, Bildung, auch Austausch, Nachrichten, Kommunikation, Internet, Medien, aber auch die Verbindung zum Geschwister, zu Verwandten, zum Nachbarn, Bekannten und vieles Neues entdecken in vertrauten Umgebung. Auch kleinere Veränderungen oder kleine Reisen ist möglich. Hier setzen wir etwas in Bewegung. Dann sind wir bei tiefster Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Das gibt uns Halt. Und das ist unserem Ahnen, unserem Herkunft, unseren Traditionen und unserem Zuhause. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Eigene Kinder, später auch Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an eigene Kindheit und auch das innere Kind. Diese Energie gibt uns die schöpferische Kraft, unserem Leben spielerisch, schöpferisch zu gestalten. Und hier finden wir die Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich hier sind die Pflichten und Arbeit und auch Gesundheit. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Der siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft, Ehe, auch geschäftliche Kontakte, Verbindungen. Verträgen. Die achte Lebensbereich ist die Wandlung, Transformation, aber auch Transaktionen, Investitionen, die Verbindung zum Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, Erbschaften. Die neunte Lebensbereich ist Ausland, Auslandskontakte, aber auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens und auch eine höheren Bildung.
Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das bedeutet das Höchste, was man erreichen kann, wo wir Ansehen, Anerkennung bekommen und hier liegt unsere Berufung. Die 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen und hier sind auch die Freundschaften und soziale Kontakte. Die 12. Lebensbereich liegen die Geheimnisse, karmischen Themen, die Ursache nach Erkrankungen in die Tiefe schauen und hier sind die geheime Feinde auch verborgen. Alles, was in Geheimnissen passiert. Die untere Teil ist das Unbewusste, das obere Teil ist das Bewusste. Die Planeten zeigt sich hier diesem Bilder, die haben anderen Muster hier, das sind die Planeten. Man sieht, alles liegt unterhalb, also das ist mehr bist du nach innen gekehrt, als jetzt nach außen. Dann schauen wir an, welche Tierkreiszeichen öffnet sich den einzelnen Lebensbereichen. Jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das immer geheime Toren. Der erste Lebensbereich öffnet sich mit Krebs. Das bedeutet, in dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Der zweite Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Der vierte Lebensbereich, wo dein Zuhause liegt, öffnet sich mit Waage. Die fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion. Die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Schütze. Die siebte Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Fischen. Die 10. Lebensbereich öffnet sich mit Widder, die 11. Lebensbereich öffnet sich mit Stier und die 12. Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und die Planeten. Mars befindet sich hier im Krebs, im 1. Lebensbereich wirkt diese Mars-Energie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe, aber Mond wirkt nicht nur auf dem 2. Lebensbereich, also auf den Finanzen, sondern hat einen Einfluss auf den 1. Lebensbereich. Das ist im Grenzbereich, deswegen habe ich Mond hier in die Mitte gesetzt, wirkt auf beiden Lebensbereichen. Sonne befindet sich im Jungfrau, wieder im Grenzbereich. Sonne wirkt auf den 2. Lebensbereich, wirkt aber auch den 3. Lebensbereich. Saturn, hier Saturn ist im Jungfrau, auch im Grenzbereich, so habe ich die Karten auch platziert, im Grenzbereich. Saturn wirkt auch auf den 2. Lebensbereich, also die Finanzen und Werte, Selbstwertgefühl und auch auf den 3. Lebensbereich. Jupiter und Pluto wirken auf den 3. Lebensbereich. Merkur ist auch im Grenzbereich, wirkt auf den 4. aber auch den 3. Lebensbereich. Venus wirkt auf dem 4. Lebensbereich, deine Wohnsituation, das muss schön sein, besonders im Waage, das liebst du, ein schönes, gepflegtes Zuhause zu haben. Uranus wirkt im Grenzbereich auf dein 4. Lebensbereich, aber auch auf den 5. Lebensbereich. Und Neptun wirkt auf den 5. Lebensbereich. Die Karten, wo hier im Grenzbereich sind, wirken auf zwei Lebensbereiche. Das ist jetzt ein Bild von deinem Geburtshoroskop. Da habe ich schon eine Aufnahme gemacht, eine Geburtshoroskop-Analyse. Diesmal geht gar nicht um die Geburtshoroskop-Analyse, sondern um ein Jahreshoroskop. Dieses Bild bleibt. Da ändert sich nichts.
Was ändert sich das dein Lebensschritte, die 7-Jahre-Periode, und was ändert sich die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten? Planet heißt auch beweglichen Sternen und Wandelsternen. Januar 2019 ist Uranus in Tierkreiszeichen Widder. Und Uranus bleibt auch ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Widder und wirkt auf deine Berufung bei Widder Energie, zeigt auch Neuanfang. Es gibt zwei Mondknoten, einmal Ketu, das zeigt die alte Karma, und einmal Rahu, das ist den neuen Weg, der Schicksalsweg, was unsere Seele ausgesucht hat. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Bis März 2019 ist Ketu, die alte Karma, die alte karmischen Erinnerungen, ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das befindet sich hier bei dir im 7. Lebensbereich und das heißt Partnerschaft. Hier aktiviert dieser Ketu die Partnerschaft und kommen alten karmischen Erinnerungen und Begegnungen, eine karmische Liebe. Rahu zeigt den neuen Weg und Rahu befindet sich im Krebs. Du suchst deinen Platz im Leben. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und das hat Januar einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Du verschönerst etwas zu Hause. Oder hast du angenehme Besuche, angenehme Kontakte. Jupiter vermehrt etwas, Jupiter sorgt auch für göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter zeigt auch unserem inneren Sonne, unserem Größe, bringt auch uns viel Optimismus im Leben und Chancen, Möglichkeiten und Glück. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, weil Jupiter vermehrt etwas, hat oft einen Einfluss auf Schwangerschaft. Und gerade hier in diesem Bereich Kinder ist das sogar möglich. Jupiter beeinflusst hier den Bereich Kinder. Sonne, Merkur, Saturn und Pluto befinden sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze hast du hier im Arbeitsbereich und auch Gesundheit. Also das heißt, Saturn und Pluto, die bewegen sich langsam, die bleiben auch. Saturn und Pluto. Und das bedeutet, du hast hier gerade Lernaufgabe und Pluto bedeutet alles beenden, was Kraft raubt. Und das würde für mich bedeuten, dass hier neue berufliche Wege machst, dass hier dann eine Kündigung kommt, nicht weil du gekündigt bist, sondern du kündigst und fangst etwas Neues beruflich an. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Saturn und Pluto wirkt auf deinen Arbeitsplatz und Pluto zeigt, etwas geht zu Ende, kommt was Neues. Und Merkur Sonne befindet sich auch hier
Januar ist das für dich ein wichtiges Thema. Bei Merkur-Energie kann ein Vertrag sein oder viele Kontakte, viel Bewegung im Arbeit. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier im achten Lebensbereich handelt es sich um Transformation. Und das betrifft deinen Gefühlen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Das sind natürlich die Bewegung. Januar platzieren die Planeten so, aber das ist eine ständige Bewegung. Mars bedeutet ein Mann im Ausland. Also Kontakt zu einer männlichen Person im Ausland kann auch bedeuten eine Reise, dass du fährst im Ausland oder er macht einen Besuch. 7. Januar wird Uranus direktläufig, beeinflusst deine berufliche Situation, es dreht sich alles, geht alles in eine andere Richtung. 6. Januar ist Neumond, in der Tierkreiszeichen Schütze. Neumond bedeutet Rückzug, nach innen schauen, etwas verinnerlichen, meditieren über etwas. Und natürlich auch die Ruhe bewahren oder Rückzug im Ruhe liegt auch die Kraft. 6. Januar, Neumond im Schütze. Und das bedeutet etwas verinnerlichen in dein beruflichen Umfeld, in dein beruflichen Situation. Halbmond ist immer eine Spannung, löst Unsicherheit, Spannung, Nervosität aus. 14. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich ist das nur ein Tag, aber in diesem Tag kommt Spannung bei Auslandskontakten. Würde ich in diesem Tag auch nicht auf die Reise gehen. 21. Januar ist Vollmond und Vollmond bedeutet in indischen Astrologie Glück, weil dann wird etwas beleuchtet. Kommt die Wahrheit ins Licht, da wird das Weg beleuchtet und das ist im Tierkreiszeichen Zwillinge und das sind die Geheimnisse. Ein Geheimnis kommt ins Tageslicht, du erfährst eine geheime Botschaft oder du schaust hinter den Kulissen, aber achte drauf, wenn du deine Geheimnisse hast, in diesem Tag nicht weiter erzählen, weil dann besteht die Gefahr, das wird dann vermittelt, kommt ins Licht, bleibt nicht mehr geheim. 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau und hier im Bereich Internetkontakte, die Verbindung zum Familie, Verwandten, Nachbarn und Schulungen, eine gewisse Spannung. Februar 2019, Uranus bleibt ganzes Jahr hier und verändert etwas bei dir beruflich. Die beiden Mondknoten bleiben auch. Jupiter bleibt auch in Tierkreiszeichen. Skorpion hier bei Bereich Kinder. Saturn, Pluto bleibt hier im Arbeitsbereich. Venus. Venus befindet sich in Schütze. Natürlich Venus, Merkur und Venus, die bewegen sich ziemlich schnell. Also nicht wundern, dass hier überspringt und dann hier ist schon in Tierkreiszeichen Schütze. Also hier ist die Venus-Energie. Entweder in Verbindung zu einer Kollegin oder du zeigst deine Kreativität im Arbeit. Natürlich kann auch Liebe im Arbeitsplatz auch bedeuten. Sonne Merkur ist im Steinbock. Ein wichtiges Gespräch und das handelt sich hier um Partnerschaft. Ein klärendes Gespräch oder etwas klärt sich da auf in Partnerschaft. Neptun bleibt im Wassermann und Mars bleibt hier im Bereich Ausland. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, etwas verinnerlichen über dein Liebesleben.
12. Februar ist Halbmond im Widder, Unruhe im Arbeit. 19. Februar ist Vollmond im Krebs, kommst zu deinem Glanz, das zeigst du nach außen. Und 26. Februar ist Halbmond im Waage, etwas unklar in Wohnsituation oder du bist nervös und brauchst du diesen Rückzug und genießt du dein Zuhause. März, Uranus bleibt im Widder und Mars übergeht im Widder. Und das heißt, du setzt deine Kraft ein im Arbeit. Kann auch bedeuten, du begegnest mit einer männlichen Person im Arbeitsbereich. Die beiden Mondknoten bleiben. Jupiter bleibt auch im Bereich Kinder im Skorpion. Saturn, Pluto bleibt hier im Arbeitsbereich. Venus übergeht im Steinbock. Und hier handelt es sich um die Liebe und öffnet sich den Tor zur Liebepartnerschaft. Also das wird eine sehr interessante Zeit sein in die Liebepartnerschaft. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und Merkur in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne im Wassermann und Merkur hier im Bereich Ausland. Und das heißt Nachricht von Ausland. Und hier die amtlichen Sachen kommen in Ordnung. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst etwas, die Termine, Verträge geht nichts voran, aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 6. März ist Neumond im Wassermann. Das bedeutet Rückzug. Rückzug und überlegen, wie bringst diese Situation in Ordnung. Erstens die Transformation über deine Gefühle, die Gefühle transformieren und auch die amtlichen Sachen in Ordnung bringen. Oder sollst du einfach zurückziehen und die Ruhe bewahren. 14. März ist Halbmond im Stier. Spannung im Bereich Freundeskreis oder in einem Verein oder in einer Gruppe. 21. ist Vollmond im Löwe. Du bist mit deinen Werten bewusst und kümmerst um die Finanzen. 28. ist Halbmond in Skorpion, kommt eine gewisse Unsicherheit. Das kann auch Thema sein, Schwangerschaft, wo du überlegst, soll ich nicht. Also dieser Halbmond zeigt auch Unsicherheiten. April, Uranus bleibt, Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Die Energie, diese Kraft geht im Bereich Freundeskreis oder eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, das kann auch ein Sportverein sein, oder eine Begegnung mit einer männlichen Person im Freundeskreis. Die beiden Mondknoten haben die Richtung geändert. Ketu, was die alten Karma symbolisiert, Ketu befindet sich jetzt in Tierkreiszeichen Schütze, aktiviert bei dir karmische Themen im Arbeit, bleibt bis Jahresende im Schütze und wirkt bis Jahresende im beruflichen Situation. Und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, die Suche nach etwas, dieser Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hat, ist hier in Zwillinge ganze Jahr, also von April bis Dezember, ganzes Jahr bleibt im Zwillinge und hier kommen alten karmischen Erinnerungen, Themen, Begegnungen und dich interessiert dein seelischer Zustand oder das ist für dich eine neue Richtung.
Jupiter befindet sich im Schütze. Jupiter ändert sich die Position, bewegt sich vorwärts und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation, Chancen, Möglichkeiten, beruflich was zu verbessern. Merkur ist rückläufig im Wassermann. Dieser rückläufige Merkur kehrt zurück zum Wassermann. Das sind alte Themen oder noch etwas von Vergangenheit, was im Ämtern noch erledigen muss. Kann auch bedeuten, dass die ämtlichen Sachen gehen nicht voran und alles so zäh ist. Venus befindet sich auch in Wassermann. Also Venus ändert sich die Position und übergeht hier im Wassermann. Das ist die Transformation oder einfach deine Weiblichkeit, Leben. Hier liegt auch die Sexualenergie. In diesem Bereich stehen wir im Pluto-Einfluss. Und Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne in Tierkreiszeichen Fischen und das hat mit Ausland etwas zu tun. Da kommt das Licht, Klarheit oder Wahrheit. Etwas kommt ins Licht, du erfährst etwas Wichtiges oder bedeutet schlicht einfach, du lenkst deine Energie in diese Richtung Ausland. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Also nach innen schauen, was verbindet dich im Ausland. 12. April ist Halbmond im Zwillingen, innere Unruhe, Unsicherheit. 19. April ist Vollmond in Tierkreiszeichen Waage. Da klärt sich etwas auf in deiner Wohnsituation oder du genießt diese Klarheit, diese Licht. 26. April ist Halbmond im Steinbock, Unsicherheit im Liebepartnerschaft. Mai. Uranus bleibt und die Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Und hast du hier die Energie im Bereich Berufung? Oder hast du Gespräche mit dem Chef? Die Sonnenenergie haben oft einen Bezug zum Vater oder Chef, also das kann auch bedeuten. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Also Mars bleibt hier, Mondknoten bleibt auch, Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion und wirkt wieder im Bereich Kinder oder deine schöpferische Kraft. Saturn und Pluto sind rückläufig im Schütze, hat einen Einfluss hier auf deine berufliche Situation. Neptun bleibt im Wassermann, Merkur, Venus ist im Fischen. Das heißt Liebe im Ausland, Nachricht von Ausland, Kontakt von Ausland. Vierter Mai ist Neumond im Widder, also verinnerlichen, welche Ziele hast beruflich, wo liegt deine Berufung. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, fühlst du dich unsicher. 18. Mai Vollmond in Waage, wieder Licht in wohnlicher Situation, kann auch bedeuten, dass Licht reinkommt, weil du alles sauber machst in die Wohnung und hast du mehr Klarheit, Überblick um allem, was deinen privaten Bereich betrifft. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock,
eine gewisse Unsicherheit, was die Liebepartnerschaft betrifft. Juni, Uranus bleibt und Venus übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich, Sonne verlässt dann die Widder, aber Venus kommt. Und das bedeutet Glück. Kreativität kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person einen Einfluss hat auf deine berufliche Zukunft. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Irgendwas im Geheimnissen mit einer männlichen Person kann auch bedeuten, dass du kraftlos bist und brauchst du gerade diesen Rückzug. Sonne und Merkur ist im Tierkreiszeichen Stier. Kontakte im Freundeskreis. Zwischendurch war Merkur-Energie hier, aber Merkur bewegt sich ziemlich schnell. Das sind so Tagesereignisse. Jupiter bleibt im Skorpion und Juni haben wir was Interessantes. Eine rückläufige Saturn, ein rückläufiger Pluto, was mit Karma etwas zu tun und noch Ketu, die alten Karma, bilden sich im Juni eine Konjunktion. Die wirken gemeinsam. Also hier handelt es sich wirklich um karmische Themen im Schütze und das trifft dich im beruflichen Situation. Neptun bleibt im Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. Also verinnerlichen, ob deine Freunde wirklich ehrlich zu dir sind oder mit wem möchtest du kontaktieren oder ein gewisser Rückzug von Freunden. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Achte auf die Finanzen. Nichts kaufen, nichts investieren, weil wirst du bereuen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Hier. Und weil hier auch Jupiter ist, das wäre ein Tag, die Empfängnis wäre möglich. 25. ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. Es ist nicht gut, in diesem Tag auf die Reise gehen oder Prüfungen abschließen, eine gewisse Spannung von Ausland. Juli, Uranus bleibt. Sonne und Venus ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Sonne und Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge, das bedeutet karmische Liebe oder irgendwelche Geheimnisse, was die Liebe betrifft, bedeutet auch, bewahre deine Geheimnisse, erzähle das niemand. Mars jetzt Moment, muss ich mich da orientieren. Also Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Sonne und Venus ist hier in Tierkreiszeichen Zwillinge und Mars übergeht in Tierkreiszeichen Krebs und hat einen Einfluss auf dich persönlich, kann auch bedeuten, dass du Kraft und Mut zeigst dann. Und Merkur übergeht auch in Tierkreiszeichen Krebs. Also Merkur befindet sich, das ist das Geburtshoroskopbild, Mars, Merkur ist im Krebs. Genau so ist richtig. Und die beiden haben einen Einfluss auf
dein persönlichen Privatleben. Entweder eine männliche Person meldet sie sich und habt ihr diese Gespräche, diesen Kontakt, oder du setzt etwas in Bewegung und sprichst etwas an, oder hast du hier einen Vertrag. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt eher im Arbeitsbereich, Neptun ist rückläufig, bleibt in Wassermann. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also hier ist wichtig dann die Rückzug und Schweigen. 9. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau und das trifft deine vertraute Umgebung, Verwandten, Nachbarn. 16. Juli ist Vollmond in Tierkreiszeichen Schütze. Gleichzeitig ist Mondfinsternis. Das findet immer im Mondknoten statt und hat hier etwas Einfluss auf deine berufliche Situation. 25. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fische, wieder eine Reise vermeiden oder eine gewisse Unruhe von Ausland. August, Uranus bleibt, Merkur ist wieder in Tierkreiszeichen Zwillinge, weil Merkur ist rückläufig. Und das sind irgendwelche Geheimnisse. Oder du hast dieses Wissen und kannst hinter den Kulissen schauen, was los ist. Bedeutet auch, sollst schweigen. Sonne, Mars und Venus ist in Tierkreiszeichen Krebs. Das trifft dich persönlich. Mars und Venus ist natürlich der Liebesplanet. Mars und Venus. Mars ist das männliche, Venus ist das weibliche. Hier handelt es sich um die Liebe und durch die Sonnenkraft kommt mehr Klarheit und das trifft dich persönlich. Kann natürlich auch bedeuten, dass dieser Mann besucht dich und du lebst diese Liebepartnerschaft. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. 12. August wird Jupiter direkt läufig, 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs, verinnerlichen, was möchtest du erreichen? 7. August ist Halbmond im Waage, Unruhe im wohnlichen Situation. 15. August ist Vollmond im Steinbock, mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. 23. August ist Halbmond im Löwe, auf den Finanzen achten, nichts kaufen, weil du bereust es. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und das ist ein gewisser Rückzug mit deinem Selbst, mit deinem Herz, auch bewusster sein. Was sagt dein Herz dazu? Was möchtest du erreichen? Und auf deinen Werten achten. September, Uranus ist rückläufig, aber bleibt im Widder. Die Mondknoten bleiben auch. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles im Löwe. Sonne, Mars, Venus und Merkur, alles im Löwe. Und das hat einen Einfluss auf deine Werte, Wertschätzung und Finanzen. Wertschätzung in die Liebe, Partnerschaft und auch vielleicht einen Vertrag unterschreiben, was dir Geld bringt. Oder um die Finanzen in Ordnung zu bringen. Jupiter bleibt, Saturn bleibt, Pluto bleibt, Neptun bleibt. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung im Arbeit.
6. September ist Halbmond in Skorpion und da fehlt etwas. Hier im Skorpion ist die schöpferische Kraft oder die Leichtigkeit, etwas spielerisch gestalten, mit Leichtigkeit nehmen, Lebensfreude, und das fehlt in diesem Tag. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Es klärt sich etwas auf mit Ämtern. 22. September ist Halbmond im Stier. Unruhe, Nervosität im Freundeskreis oder in einer Gruppe kann auch bedeuten, dass du fühlst du dich da nicht wohl in diesem Tag. 28. September ist Neumond im Löwe. Verinnerlichen dein Selbstwertgefühl und die Finanzen, nachdenken, was kannst du verbessern in Finanzen. Oktober, Uranus bleibt, Mondknoten bleibt, Sonne, Mars, Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau, das heißt Mars, Venus, Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau, und das heißt Internetkontakte oder Kommunikation, natürlich hier auch die Verwandten, kann auch bedeuten, dass dein Liebe da ist und du zeigst ihn, stellst vor bei deinen Verwandten oder habt ihr ein Fest wie eine Verlobung, und natürlich hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft, und das erlebt ihr im Verwandten und das kann auch ein Fest sein. Merkur ist im Waage. Natürlich kann bedeuten, dieser Merkur-Einfluss, dass du ziehst zurück, bist zu Hause und liest irgendwelche Bücher, aber kann auch ein Vertrag auch bedeuten oder Kommunikation über Immobilien ist auch möglich. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto, Neptun bleibt auch. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Unsicherheit im Arbeit. 13. ist Vollmond in Tierkreiszeichen Fischen, mehr Klarheit, was im Ausland, Auslandskontakten ist. 21. Oktober, Halbmond in Zwillinge, inneren Unsicherheit. 28. Oktober ist Neumond im Tierkreiszeichen Jungfrau, Rückzug, wenig Unternehmen mit Verwandten oder Bekannten, eher ein Rückzug. November, Uranus bleibt, Mondknoten bleibt, Mars ist in Tierkreiszeichen Jungfrau, also bleibt. Sonne ist in Tierkreiszeichen Waage. Die Energie lenkt sich in die wohnliche Situation, kann auch bedeuten, dass du einfach zurückziehst, weil du deine Ruhe brauchst. Merkur ist rückläufig und ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Gespräche über Kinder oder Kontakte mit jungen Menschen. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion und Venus auch. Jupiter im Skorpion und Venus ist auch in Skorpion. Da kommt mehr spielerische in die Liebe, Partnerschaft und Gespräche, vielleicht sogar Gespräche über Kinder, über eine Schwangerschaft ist auch möglich. Saturn, Pluto, Neptun bleibt. Von 1. November bis 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock, das trifft die Partnerschaft. 12. November ist Vollmond im Widder, mehr Klarheit in deinem beruflichen Weg. 19. November ist Halbmond im Krebs, fühlst du dich unsicher, ziehst dich zurück.
26. November ist Neumond im Waage. Verinnerlichen, was möchtest du verändern in deiner Wohnsituation, kann auch bedeuten, dass du dieser Rückzug, dieser Ruhe brauchst. Dezember, Uranus bleibt, Mondknoten bleibt, Mars und Merkur ist im Waage. Kontakt mit einer männlichen Person und kommt eine Nachricht. Und das trifft zu Hause, kann auch bedeuten, dass dieser Mann dich besucht, kommt die Nachricht, dass er möchte dich besuchen. Kann auch bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst und kommt eine Veränderung in deine Wohnsituation. Sonne ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Du spürst deine schöpferische Kraft und Jupiter, Venus, Saturn, Pluto, Ketu ist im Schütze. Saturn, Pluto, Jupiter, Venus. Jupiter, Venus, Saturn, Pluto. Genau, die sind im Schütze und Neptun bleibt im Tierkreiszeichen Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Achte auf die ämtlichen Sachen, dass das alles korrekt abgeschlossen ist. Nicht in diesem Tag Termin ausmachen, da ist alles so unsicher. 12. Dezember ist Vollmond in Tierkreiszeichen Stier. Und das bedeutet Freundschaften, aber auch deine Hoffnungen und deine Sehnsüchte, dass da die Klarheit kommt, was möchtest du erreichen. 19. Dezember ist Halbmond im Tierkreiszeichen Löwe, auf die Finanzen achten, auch nicht investieren in diesen Tag oder was unterschreiben, was mit Finanzen etwas zu tun, auch nichts kaufen, weil du bereust, dass das bringt dich aus dem Gleichgewicht. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, verinnerlichen, was möchtest du beruflich erreichen, was sind deine beruflichen Ziele. Liebe Diana Sia, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.